Mit Malaysia, da macht Sepang Spaß. Das ist ein totaler Quatsch, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2016. Großer Preis von Malaysia, Malaysia und das in Sepang. Freue mich schon, freue mich schon. Wir können Alonso wiederbekommen. Grundsätzlich ja, sind ja bloß 3 Punkte. Ist möglich. Sebastian Vettel, ob er uns bekommt? 9 Punkte Rückstand? Ha, heute kann ich rechnen. Das lassen wir mal so stehen. Das steht noch etwas außer Frage. Aber jetzt legen wir erstmal los. So, heute dran gedacht. Wochenende Reifenaufteilung. Ja, eigentlich klar. Ausgewogen. Bin mal gespannt, ob es das bei F1 2017 auch genauso geben wird. Die Reifenauswahl 50%. Dann können wir ja loslegen. Ob es regnen wird? Malaysia ist nicht gerade unbekannt dafür. Aber selbst wenn, dann heißt damit zurechtkommen und natürlich das Beste daraus machen. Es ist an der Zeit, dieses Rennwochenende zu starten. Wir sind hier beim Training für den großen Preis von Malaysia. Ich bin wieder mit Stefan Römer vor Ort. Schön, dich zu sehen, und ich möchte dich auch gleich fragen, wie diese Fahrer die Autos während des Trainings verbessern. Wie viel, denkst du, kennt man bereits durch Simulationen, und wie viel Arbeit muss man schließlich noch mit den echten Wagen auf der Suchen die echten den Strecke Garageur da hinten? einstellen? Eine sehr gute Frage, und ich glaube, es lässt sich leicht damit beantworten, dass man nie genug Informationen haben kann. Die größeren Teams haben sehr komplexe Simulationen und Guck kluge da Leute, ist die Grosjean. sozusagen im Hauptquartier mit den Zahlen spielen. Sie können dir allerdings nicht sagen, wie die Streckenbedingungen sein werden. Wie hoch wird die Temperatur sein und wie wird sich das alles auf die Reifen auswirken? Es gibt Millionen an Variablen, die für das Rennen an sich wichtig sind, doch der Computer kann das Auto den Bedürfnissen des Fahrers nie ganz anpassen. Irgendwann muss mal ein Mensch mit dem Ding fahren und alles so richtig spüren, weshalb die Fahrer unterschiedliche Einstellungen haben. Nichts ist besser als das Testfahren auf der Strecke. Mir gefällt der Helm von Ericsson sehr. Der ist sehr schlicht gehalten, aber vielleicht auch gerade deswegen gefällt mir sehr, sehr gut. Und auch der Helm von Bottas sieht aus wie aus guten alten Zeiten. Also nicht, dass ich die aktuellen Helme, also teilweise ausgefallenen Designs, schlecht finde, aber da wir eben gerade die beiden gesehen haben, die gefallen mir auf jeden Fall. Falls das irgendwen interessieren sollte. Ich finde aber auch den Helm von Nasser toll. Wahrscheinlich, weil er so viel Rot hat. Widme dich bei Gelegenheit mal einigen unserer Trainingsprogramme. Du musst sie nicht alle in einer Session absolvieren. Doch dadurch erhalten wir wertvolle Daten für die Rennstrategie und die Autoentwicklung. Das könnte nämlich durchaus sein. Weil er so viel Rot hat, gefällt er mir. 5-3. Kurze Kontrolle. Passt. Dann Wetterkontrolle. Erstmal trocken. Aktuell haben wir gleißenden Sonnenschein. In 15 Minuten immer noch trocken. Wird aber schnell ganz schön bewölkt. Oh, in 20 Minuten. In 20 Minuten leichter Regen. Okay. T2 komplett trocken. T3 auch. Das Qualifying. Oh, zwischendurch Starkregen und dann am Ende wieder trocken. Okay. Und das Rennen? Komplett nass. Aber richtig nass. Gut, ein Malaysia-Regenrennen, dann T1, T2 und T3 dann trocken. Gut, dann fahre ich in jedem Qualifying, in jedem freien Training ein Teilprogramm. Ein Programmteil. Was haben wir als Teamziele? Es Sektor ist ruhig 2, auf der Strecke. Lass uns ungültig, draußen alles so Autoeinstellung. bleibt. Autoeinstellung, wobei wir brauchen keine Ressourcenpunkte mehr. Nee. Ich habe jetzt das letzte Teil angeschoben. Ausbaustufe 5 von 5 des Motors ist aktuell in der Entwicklung. Eigentlich kann ich komplett drauf pfeifen, deswegen pfeife ich auf die Autoeinstellung. Aber ich muss hier rein. Da könnte ich auch eigentlich hier alles sein lassen, aber ist eine gute Einstimmung auf das Rennen. Von daher wird das Die Strecke gefahren. ist aktuell noch ganz frisch. Also nimm dir ein paar Runden, um die Reifen auf Temperatur zu bringen und ein
Gefühl für die Strecke zu bekommen. Ich habe im freien Training, ich habe mal Regen, aber kein Starkregen. Vielleicht am Ende von T1, habe ich nicht so weit geguckt, aber wenn das Rennen komplett nass ist und wir erst im Qualifying Starkregen haben, dann kann ich mich ja gar nicht wirklich drauf einschießen. Vor allem eben mit dem Reifenmanagement, das würde ich ja ganz gerne bei Starkregenbedingungen machen. Aber kann ich vergessen, wie es mir scheint. Okay. Ist auch wieder was. Ich muss im Qualifying dann den Wagen schon auf Starkregenabstimmung haben und damit dann umherschleichen, weil ich mit sehr viel Flügel fahren werde. Letzter Bericht. In etwa 10 Minuten wird es leicht zu regnen. 10 Minuten schon. Na, wir fahren jetzt bloß die Streckenakklimatisierung. 3 Runden. Dann sind wir fertig mit T1. Humpeldibom. Nicht gut reingefahren, aber noch nicht so schlimm. Bin mal gespannt, wie mein Eindruck mit dem G920 in Malaysia sein wird. Also in Spa habe ich da bisher die größten Vorteile verspürt. Oh, da muss ich aufpassen, da wo ich gerade eben drüber gefahren bin. Wenn ich das im Regen mache, dann gibt es wieder Strafen. Verdrückt. Ja, mein DS-Knopf war oder ist beim F430 da oben. Da, wo das Digipad ist. Genau da ist der Knopf für DRS auf dem Thrustmaster-Lenkrad. Und das ist noch ein kleines Problem. Zu früh gebremst, okay. Was da drüben? Mann. Was ich mir auch überlegt habe, ich könnte ja, wenn mir die Nähte nicht so gefallen beim G920, ich könnte das Lenkrad etwas weiter oben anfassen. Wobei ich habe mich immer so schön mit den Daumen in das Lenkrad reingehangen. Das fällt damit flach. Muss ich mal schauen. Ist letztendlich eine Frage des Wohlbefindens und dann auch der Gewöhnung. Ja, nicht rot, okay. Also das eine schon, aber nicht nachfolgend rot. Also im Qualifying werde ich auf jeden Fall wieder mit 4 Flügeln unterwegs sein. Weil das Rennen nun mal entsprechend sein wird, nämlich sehr nass, also brauche ich Abtrieb. Hä? Ach hier. Der Knopf ist noch so ungewohnt, weiß nicht. Es ist sehr, sehr ungewohnt. Die anderen Knöpfe habe ich soweit schon reinbekommen. Gut, sind jetzt auch nicht so viele. Mein jetzt Knopf für die MFA, da war früher der Boxenfunk. Der Boxenfunk ist jetzt leicht links unten. Der hat sich nicht viel verändert. Bloß bei DRS irgendwie schon. Wobei so groß ist der Knopf jetzt auch nicht gewandert. Aber doch spürbar. An sich bin ich nicht mehr auf Lila angewiesen. Ich glaube, bei der Streckenakklimatisierung kann ich noch am ehesten was schleifen lassen. Aber beim Reifenmanagement und beim Qualifying-Tempo würde ich halt schon ganz gerne das Maximum rausholen. Weil das eine ist dafür da, um eine Boxenstopp-Strategie zu bekommen. Eine angepasste und das andere, ja, einschießen aufs Qualifying. Jeden Fall zu früh gebremst. Fast umfahren und zwar links. Ne.
Nee, Lena wird das doch nicht. Zu früh eingelenkt. Yeah, Lena DS. So, der ist Knopf bereit. Wenn ich die Möglichkeit habe, muss ich einfach mal in der Kurve nach dem Knopf suchen. Indem ich mich so langsam mit dem Daumen mal dahin taste. Oh. Wetterbericht. In 5 Minuten wird es auf der Strecke leicht regnen. 5 Minuten schon, klar, der Himmel zieht sich schon zu. Das kann man klar erkennen, aber es geht wieder schnell. Laut Jeff. Ne, Lila bekomme ich auf jeden Fall nicht. Bin ja mal gespannt auf das echte 2017er Rennwochenende, weil Pirelli hat gesagt, die wollen für das ganze Jahr keine Rollmops-Reifen mehr verwenden und haben einzig für Malaysia noch keine Reifenmischung bestätigt gehabt. Könnte eigentlich bloß sein, härteste Reifenmischung weiß. Ja klar, und dann gelb und dann sogar rot. Aber wenn sie sich da, warum... Wenn das vielleicht schon intern feststeht, warum haben die das noch nicht nach außen getan? Das Programm ist abgeschlossen. Fahr diese Runde in die Box, dann können wir die Daten analysieren. Na los! Am Ende wird auf lila Reifen hier gefahren. Viel Schmutz auf dem linken Reifen. Kann ich endlich anfangen, frei zu fahren, ohne Beschränkung der Tore. Schon im grünen Bereich angekommen. 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Immer noch grün, trotz Fahrfehler. 6 Hintel immer noch Vorlauf, okay. Na, dann wird's schon deutlich duster. Uiuiui. Der Spritstand ist sehr niedrig, dein Tank ist fast leer. Komm innerhalb von 2 Runden an die Box. Ja, dafür gibt es wieder eine Verwarnung und dann in Addition eine Strafe, obwohl das ein klarer Zeitverlust war. Ist es da an der Stelle an sich immer. Ziemlich viel gerade los in der Box. Letzter Bericht. Das Radar zeigt an, dass es in 5 Minuten leicht zu regnen anfängt. In 5 Minuten. Ein Fahrer vor mir. Also so ziemlich genau 2 Sekunden schneller. Naja, wenn ich erstmal frei fahre, ich habe ja schon trotz ein paar Fahrfehler, vor allem eben im ersten Sektor überhaupt nicht wirklich was rausgefahren, hatte ich ja nach oder kurz vor der Doppelrechtskurve 6 Zehntel Vorsprung. Also das wird schon wieder. Guckt aber ganz schön grimmig der rechte Reifenbewacher vorne. Die Armkerle müssen noch nebenher laufen und kühlen. Andere Teams können das einhängen. Oder auch er hier. Er hält das die ganze Zeit. Könnte man auch ins Cockpit reinhängen. Aber hier ist alles noch handgemacht.
Ja, bloß die Reifen werden nicht handgewärmt, wobei er hält seine Hände drauf. In Wirklichkeit kommt die ganze Wärme über die Hände da in die Heizdecken. Deswegen halten die fest. Hand aufs Reifenchen. Was haben die Reifen denn runter? 16. Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Button, Alonso und Sebastian Vettel. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind... weg. Da war ich etwas zu schnell. Ja, Ressourcenpunkte. Wozu eigentlich noch? Ist eine gute Frage. Weil man kann die eh nicht mit zu einem anderen Team rübernehmen, wenn man nochmal wechseln sollte. Wir haben doch jetzt alles ausgebaut. Also noch nicht ganz. Es kommt noch. Mal gucken, wenn das Teil fertig ist, was dann angesagt wird. Red Bull hat schon was verbessert. Den Abtrieb. Was haben die noch gemacht? Wollen die uns den Platz da streitig machen? Red Bull hat noch was gemacht. Den Benzinverbrauch verbessert. Ob das reicht für uns? Nee. Red Bull hinter uns. Der Motor ist in Arbeit. Motorleistung. Zündanlage. Eine verbesserte Zündanlage kann das Timing der Zündkerzen effizienter kontrollieren und die Leistung des Motors steigern. Das dann in Suzuka. Reifen gucken. 16%. Ja. Ich werde schon jetzt mit angepasstem Wagen fahren, damit ich mich schon mal drauf einschießen kann, auch wenn es schon oder auch wenn es noch trockene Verhältnisse sind. Maximaler Abtrieb. Dann die Bodenfreiheit hinten Maximum vorne 7. Genau. Dann fahren wir jetzt schon damit. Damit werden wir auch deutlich langsamer sein. In den Kurven nicht, aber auf den Geraden allemal. Gucken, ob wir das jetzt gleich schon merken. Ich fahre jetzt erstmal raus. Los. Ja. Weg mit den Decken. Wagenheberübergabe. Das ist ein schönes Wort, oder? Na, sieht der Duster aus. Kein in den dritten Gang geschalter. Letzter Bericht. Reifenstatus? Ach, gibt's ja nicht, stimmt ja. Nee, Chef, lass mal. Die haben schon ihre Schirmchen da ausgepackt, aber ist, glaube ich, eher gegen die Sonneneinstrahlung. Was schon irgendwie cool wäre, wenn dann nach den Rennen, nach der Zielüberfahrt, Streckenposten zum Beispiel am Streckenrand stehen würden und ihre Flaggen schwenken würden. Oder dass man auch die Runde in die Box nach dem Rennen selbst fahren könnte. Ja, da kommt wieder Erinnerung an Grand Prix 4 hoch. Bis der letzte dann abgewunken war, solange konnte man dann noch fahren und teilweise auch die anderen zu Klump fahren. Ja, das wäre cool, wenn man dann noch frei fahren könnte. Bis in die Box hinein, wenn man denn möchte. Optional, versteht sich. Und dann vielleicht noch ein paar Donuts drehen kann. Und dass die Fans vielleicht darauf reagieren. Aber ich glaube, das ist schon wieder etwas zu viel der Gefühle. Ist eine kleine Nebensächlichkeit. Aber wie sage ich ja auch immer so gerne, Kleinigkeiten können auch was ausmachen. Vor allen Dingen eben in der Fülle. Dass zum Beispiel der Boxenfunk gestört ist, wenn wir durch eine Unterführung fahren. Unter Werbeschildern hindurch. Oder durch einen Tunnel. Das ist auch so eine Kleinigkeit. Wer kommt gerade so ins Grüne? Ah, der Wagen bremst schon.
Dich auch, wenn ich hier nicht gut durchfahre. Jetzt in dem Stück Strecke hier wird mir der erhöhte Abtrieb zugutekommen. Da muss ich zweimal wischen, um den Wagen wieder zu fangen. Also hier merke ich jetzt den erhöhten Abtrieb deutlich. Jetzt habe ich hier die Kurve etwas verpasst. 1,6 Sekunden Vorlauf. Hier kann ich sogar den fünften Gang überlegen, in Betracht ziehen. So ein erhöhter Abtrieb macht auch das Anbremsen leichter. Der Bremsweg wird dadurch auch etwas kürzer, weil es den Wagen mehr auf die Strecke drückt. Boah, da hinten ist es duster. Jeff, bist du dir sicher, dass es nicht regnen wird? Wetterbericht. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. 2 Sekunden Vorlauf, das sollte ich auf dieser Geraden nicht verlieren, auch mit so viel Abtrieb. Ich gewinne weiterhin. ...2,6 Sekunden Vorlauf. Kommt was aus der Box raus. Auch wenn wir das Rennen nicht im Trockenen fahren, jetzt heißt es einschießen. Ist auch schon eine kleine Vorbereitung für das Qualifying-Tempo und dann eben für das Qualifying. Es wäre cool, wenn man so Hamilton-mäßig sagen könnte zu seinem Renningenieur: hier, Jeff, schwätz nicht in den Kurven zu mir, sondern danach, auf einer Geraden. Ich denke gerade wieder an Easter Eggs im Funkspruch, im Boxenfunk. Da überlege ich gerade ein paar Funksprüche aus von den echten Formel-1-Fahrern. Ob man hier vielleicht blaue Flaggen oder so sagen kann, so Vettel-mäßig. Oder GP2-Engine. Und Jeff reagiert drauf. Habe ich bisher eben noch nicht ausprobiert. Kommt mir aber gerade wieder so ein Sinn. So wie bei Fans 2015 mit "Lass mich in Ruhe". Blaue Flaggen. Wow. GP2-Motor. Na, ich hab mir gar nichts gesagt. GP2-Motor. Okay, geht in Ordnung. Was? Mehr? Mehr Updates. F2-Motor. Blablabla. Entweder geht's nur im freien Training nicht, oder ich schätze eher, Jeff kennt das nicht. Kommt da gerade etwas Sonne durch? Das macht so den Anschein. Ja, der fünfte Gang ist hier auf jeden Fall mehr als angebracht. Hier eigentlich schon irgendwie der vierte. Mit so viel Flügel ist das hier hinten gar kein Problem. Bin durch die ganzen Kurven hier hinten super durchgekommen. Fast 4 Sekunden Vorlauf. Runde 3 von 7 gleich abgeschlossen. Rundenzeit ist eine 41,1. Aktuell auf der 2.
Na, nicht so schön. Auch nur 13. Vorlauf. Na, etwas da draußen. Da musste der Federgang herhalten. Sehr schön reingekommen. Nicht so schön raus, aber war noch in Ordnung. Hier bin ich überall besser durchgekommen vor einer Runde. Hab auch insgesamt über eine Runde, Sekunde Rückstand. Im Vergleich zur letzten Runde. Gucken, ob es bei FIN 2017 hier einen erhöhten Scheitelpunkt geben wird. Mit der neuen Asphaltdecke, die da über die Strecke gezogen wurde. 41, ja fast 7. Zu viel Randstein. Jetzt wieder fast 7/10 Vorlauf. Zu spät. Wieder zweimal. Ja, da habe ich auch noch nicht so ganz den Dreh heute raus. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Es war kein Beinbruch, da nochmal gegenzulenken, aber mit einmal würde ich halt noch das Beste draus machen. So, 7. Gang und raus. Es grenzt schon sehr an den 8. Gang. Die Sonne kommt auch raus. Wenn wir gerade bei raus sind. 3,7 Sekunden wieder Vorlauf. Wetter bricht. Eine 1, 41, fast 1, 0. Hier etwas später gebremst als vorhin. An sich gut durchgekommen, aber dann wieder zu weit außen gewesen für diese Kurve hier. Aber deutlich schneller als letzte Runde. Wieder zu spät. Nicht so spät wie vorhin, aber zu spät. Den kann ich hier wieder durchziehen im 5. Gang. Zu viel Randstein, da musste ich vom Gas gehen. Ansonsten hätte es mich rumgehauen. Scheitelpunkt leicht verpasst. So schnell war ich jetzt noch nie. Zweiten. Und 4,3 Sekunden Vorlauf. Jetzt folgt gleich die letzte Runde. 4,9 und eine 40,6. Noch später gebremst, jetzt kam der Wagen leicht rum. Soweit aber voll in Ordnung. Und zweiter rausgekommen.
Na, anderthalb Zehntel langsamer als vor einer Runde. Der wird jetzt hier besser. Und hier auch besser raus. Später gebremst. Und super durchgekommen. Schreit das gleich nach achten Gang? Nein, noch nicht. Werde ich mit der Flügeleinstellung auch nicht bekommen. Der Rennstand war in Ordnung. Hab die Kurve hier gut bekommen. So, was sagt der Vorsprung? 4,5. Bisher neue Bestzeit. Etwas zu spät gebremst. Über 5 Sekunden Vorlauf. Eine 40,4. 2 Zehntel verbessert. Aktuell auf der 4. Schade, den fünften gehen klappt nicht sofort. Einmal gegengewischt und schon habe ich den Wagen wieder gefangen. So muss das auch. Bestenfalls. Hier war ich vorhin sehr gut. Jetzt bin ich nicht so gut. Hier auch etwas zu spät rein, jetzt verliere ich hier massig Zeit. Wie die Zeit purzelt. Fahrer vor mir. Vettel liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,40,4. Eine 1,40,4. Das ist wohl eng. Wir haben schon eine 4,27. Fahrer hinter mir. Ricardo hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt. Weg mit dem Schild. Und schnellste Runde insgesamt? Die schnellste Runde bis jetzt lag bei 1,39,9. Von Alonso eine halbe Sekunde schneller, mit allerdings weichesten Reifen. Status Teamkollege. Tut uns leid, aber diese Information können wir dir gerade nicht geben. Was ist denn das für eine Schnarchnase? Status Konkurrent? Kimi derzeit auf P5. Ihre beste Rundenzeit. Oh. Auch 40,4. Die beiden Ferrari in einer Zehntel. Zusammen mit uns. Wir im Ferrari-Sandwich. Rot-Gelb. Zwei sehr schöne Farben. Rot-Gelb. Ketchup und Senf. Ja, ist auch nicht verkehrt. Oder. Eine gelbe, leckere Frucht. Banane. Also Erdbeer und Banane. Zusammen schmeckt es, glaube ich, nicht so geil, wenn ich gerade an Eis denke. Wobei, habe ich, glaube ich, noch nie in Kombination probiert. Aber es sind zwei sehr schöne Farben, sagt man es einfach mal so, wie ich es empfinde. Ach, ganz gut reingekommen. Die vierte Runde tanzt etwas aus der Reihe. Aber an sich schon sehr zufriedenstellend. Die letzten vier Runden stetig gesteigert. Das hat gesessen. Was haben die Reifen denn runter? 16% hatten wir vorhin, jetzt haben wir glatte 40. Okay. Vor allem, wir sind schon ganz schön langsam gewesen mit so viel Flügel. Besser wäre es gewesen, ich hätte meine Einstellung aus T1 gehabt. Damit wäre ich schneller gewesen. Das kommt ja auch noch hinzu. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,40,4. Und die sind alle schon auf den gelben unterwegs gewesen. Wir bisher bester, weißbereifter, auch vor Jensen Button. Zwar nicht eklatant viel, aber doch gut. Gut. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Button, Perez und Fernando Alonso. Ein interessantes freies Training geht zu Ende. Freuen wir uns auf noch mehr Spannung im Laufe des Wochenendes.
Sicherheitshalber habe ich mir mal eben die Rundenzeit notiert. 4000stel auf Vettel, Ricardo hinter uns und Kimi ist gut vor uns gelandet, okay. Wir sind aktuell auf der 10. Bester weißbereifter Fahrer. Aber Ricardo, ja, laut Leistungsdatenblatt direkt hinter uns und praktisch mit uns zeitgleich. Aber ich fahre noch ein ganz anderes Setup, das ist nicht für die Trockenheit gedacht. Ich schätze mal, er fährt ein schnelleres. Relativ gesehen zu mir. Es gibt wieder fleißig Ressourcenpunkte. Zu T3. 40 und 16. Das passt. Und raus. Nee, ich muss noch was trinken. Lügner. Wir werden wieder auf den Bildschirm da übertragen. Ich darf wieder selbst schalten. Bei der Ausfahrt. Wetterbericht. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Jeff, sei leise. Werde ich jetzt vor der letzten oder vor der Gegengeraden, sagen wir es mal so, werde ich da in den achten Gang kommen? Bei der Anfahrt der Kurve davor? Oder wie sieht's aus hier aus der Doppelrechts heraus? Komme ich da auch in den achten Gang? Das heißt, einfach mal herausfinden. Ja, am ehesten da hinten vor der Gegengeraden, Achtergang. Hier bin ich langsamer. Wenn ich dann hier richtig durchpfeife, dann kriege ich das noch eindeutig hin. Ich habe wieder Knöpf gesucht, aber eine halbe Ewigkeit. Ich nehme an, wir bekommen die 1. Aktuell langsamer mit so viel Abtrieb. Sehr schön reingekommen. Etwas zu weit hin. Treibt mich jetzt seit weit nach außen. Das wird womöglich nicht meine beste Runde. Ne, beileibe nicht. Hier komme ich wunderbar raus. Sehr früh der sechste Gang. Da leuchten sogar die Schaltlichter auf im siebten Gang an dieser Stelle. Ich könnte aber auch den siebten Gang wunderbar ausfahren. So schlimm, dass es uns den Motor verschleißen würde, komme ich da nicht mit dem siebten Gang hin. Tick 2 denn. Nur 1/4 Vorlauf, na 3. Aktuell aber lila.
Ich will aber die 1 am Ende haben. Aktuell ist es die 9, die damit erwartet wird. Nicht so toll. Jetzt komme ich hier aber immerhin besser raus. Dadurch habe ich jetzt auch 13. Vorlauf. Danach ganz gut gerettet. Etwas zu viel Randstein. Sechster Gang, aber Schädelpunkte drei verpasst. Über eine Sekunde Vorlauf. Ja, ich werde hier nicht in den achten Gang schalten. Das klappt doch so wunderbar. So, 1,3 Sekunden Vorlauf, das sollte doch die 1 werden, ne? Vorlauf. Und Schluss mit dem Qualifying-Tempo 1,39,2. Okay, meine Reifenmanagementzeit habe ich deutlich unterboten. Wie das auch muss. So, die Runde geht's da rein, aber die fahre ich soweit es geht noch voll. Hat zu freien Gelenk, kacke. Da habe ich Vorsprung gehabt. Kann ich hier hinten aber gleich in der Links-Rechts-Kombination wiederfinden. Ist wieder. Jetzt gewinne ich Zeit. Hier bei der Rechtskurve dann sowieso. Da ist auch eine Möglichkeit. Da habe ich ja vorhin den Scheitelpunkt verpasst. Also viel gewinne ich hier gerade gar nicht. Und hier muss ich vom Gas gehen. Na gut, wir fahren ja eh rein. Fahrer hinter mir. Vettel liegt hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 40,3. 1,1 Sekunde hinter uns. Status Konkurrent. Hohoho, was fällt denn noch? Weiße Reifen, ne? Und startet Teamkollege? Ich fürchte, dafür fehlen uns Daten. Na, was macht er denn? Langweiler. Nun gut, 39,213 gleich montieren. Notiert. Magnussen kann ich hier wieder außen vor lassen, wobei es auf Experte noch am interessantesten war, was hat der Teamkollege so gefahren, denn im Normalfall bin ich ja deutlich vor meinem Teamkollegen, mit ein paar Ausnahmen, aber der muss halt auch erstmal eine Zeit hinlegen, um die auch notieren zu können. Trottelnase. Aber gut, 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 gut. 16%, 40%. Gucken, was die Gelben runter haben. Der Rest ist noch frisch. 11, 11, genau. 7, 11, der Rest ist gleich geblieben. Und hier die 5 Kilogramm. Hätten wir das. Und damit sind wir durch. 150 von 125 Autoeinstellung und eben Streckenakklimatisierung. Kann ich aber mit leben, denn wir haben ja nichts mehr zum Ausgeben, oder? Kommt da noch was? So, Geheimversteck.
Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Ein Renault, Alonso und Jenson Button. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück. Eine 1.40.8 ist Magnussen gefahren und bei unserer Zeit müssen wir halt noch bedenken, ich bin mit gebremstem Schaum gefahren, weil der Wagen auf der Geraden nun mal ziemlich bremst. Weil der Wagen nun mal für ein Starkregenrennen ausgelegt ist und da brauche ich nun mal Abtrieb. Ich bin schon gespannt aufs Rennen, wie ich da so zurechtkommen werde und wo wir im Vergleich zur Konkurrenz stehen werden. Erinnert ein klein wenig an das Rennwochenende in Hockenheim. Da habe ich das Rennen in Führung liegend versaubeutelt. Das wird hoffentlich nicht wiederholt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.